seid ihr ja. Schon zurück von euren Abenteuern? Ja, so halb. Es ist soweit, es ist wieder Kartenchaoszeit. Aber, ich habe jetzt eben schon mal nachgeschaut und es ist ein heroisches Kartenchaos. Das ist ein bisschen blöd, so an sich. Ich würde diese 10 Euro sogar ausgeben, weil wir die 1000 Münzen nicht haben. Aber da ich momentan von Kreditkarte auf PayPal alles umstelle, geht das ausgerechnet jetzt nicht. Ich hatte schon Glück, dass Mass Effect Andromeda so durchging noch. Aber genau jetzt ist es wahrscheinlich bis Montag einfach nicht möglich. Deshalb machen wir jetzt ein Arena-Special. Yippee! Ich hatte hier noch so ein altes Arena-Deck. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, wie es irgendwie spielbar ist. Ich habe wohl ein Spiel gemacht, das war direkt eine Niederlage. Naja, aber am Ende der Folge machen wir noch 3 Packs auf hier von dem Gold. Dann noch als kleine Entschädigung dazu, dass es mit dem Kartenchaos gerade nicht geht. Und das die neuen Karten bestelle ich ja sowieso vor, von daher brauchen wir das Gold dann da auch nicht. Ja, bin ich mal gespannt jetzt. Das ist ein Magier-Deck. Naja, schauen wir mal. Ah, das ärgert mich aber jetzt mit dem heroischen Kartenchaos. Ich hätte es auch einfach gerne mal gemacht, weil ich das schon letztes Mal nicht machen konnte. Ah, schade, echt. Aber vielleicht klappt das bis morgen mit PayPal, dann würde ich das auf jeden Fall noch nachholen. Mediv gegen Uta. Ich werde ehrenhaft essen. Mögen die Spiele beginnen. Die würde ich vielleicht von Anfang an mal auf der Hand lassen. Ich krieg ja dann ganz gut Plus eigentlich. Die rasende Reporterin Carla Kolumna. Ich bin auch noch immer ein bisschen krank. Ist nicht so gut, aber auch nicht so wild. Meine Nase ist so ein bisschen zu und ich glaube, ich klinge ein bisschen rauer, aber mein Hals auch ein bisschen melde mich zum Dienst. Am Sack ist. Ach scheiße, ich bin so blöd. Das ist nur, wenn die auf dem Feld ist. Hm. Na gut. Bringen wir ihn einfach weg. Ja, ich bin ein Haufen. Na, dann kommen wir sie vielleicht nächste Runde. Legt euch nicht mit Zahler an. Hätte sie 4-4, würdest du überleben? Machen wir einfach mal. Die Story wird ein Knüller. Die Musik. Immer wieder gut. Mhm. Und dann mit dem Eber noch rein. Na gut. Oh, das ist doch ganz nice. Da spielen wir ihn noch hinterher hier. Ich habe wirklich absolut gar keine Ahnung, was in diesem Deck alles auf mich wartet. Ich versuche einfach das, was kommt, bestmöglich irgendwie zu kombinieren. Jetzt seid ihr dran. Ja. Oh, der ist jetzt eigentlich ganz praktisch. Ich habe genau das, was ihr braucht. Würde ich mal die erkannten Geschosse vielleicht. Ja, doch, komm. Er ist jetzt, wenn er jetzt die Runde überlebt, ist es auf jeden Fall gut, dass wir ihn haben. Können wir damit die Grubenkämpferin. Ja, sieht kacke aus. Ich bin schon am Planen und jetzt verreckt er doch. Na gut. Tja, bringen wir auf sie. Obwohl ja doch, wenn er jetzt
auf den Schredder geht, dann können wir die Alte da nächste Runde wegpingen. Gucken wir mal, was da kommt. Sowas kommt vor. Ich rate euch, eure Schulden zu bezahlen. Oi. Der geht auf jeden Fall nicht auf den Schredder. Aber das ist jetzt gar nicht so schlecht. Dann machen wir zuerst ihn weg, weil er wichtiger ist. Und dann können wir noch so machen. Nice, das war ein guter Clear. Wir haben zwar relativ viel Schaden mittlerweile bekommen und er konnte seine Hand gut buffen, aber wir haben wenigstens Clear. Wer ich bin, geht euch nichts an. Er hat keine Geheimnisse. Er hat keine Geheimnisse vor uns. Okay, der Herr der Arena. Da hätten wir aber nur noch zwei. Ist aber eigentlich okay. Dann könnten wir ihn wegpingen. Wobei ich ja lieber ihn spielen würde. Dann wären noch fünf über. Dann wären das damit drei. Vielleicht. Sechs. Da geht nicht auf. Dann nehmen wir ihn, komm. Die Tore sind geöffnet. Muss erstmal an dem Herr der Arena vorbei. Er ist jetzt nicht der beste Torwart, aber gut. Boah. Meins, alles meins. Melde mich zum Dienst. Das ist jetzt alles blöd. Mit ihm könnten wir zwar den ganz gut wegholen, aber sonst halt gar nichts. Deshalb würde ich eigentlich lieber mal die Geschosse spielen und vorher noch wegpingen. Mal gucken, was da passiert. Hätte schlimmer kommen können. War eigentlich in Ordnung. Eigentlich in Ordnung. Oh, Mann, echt. Das Deck ist halt ganz gut. Es passt einfach gut. Wir können ja nicht so viel machen. Dann noch die Rüstung. Vielleicht kriegen wir den weg. Ja, gut, immerhin. Sehen aber auch aus. Ah ja. Ich verstehe die Karte jetzt mal so von ihrem Style her. Oh, er hat uns served. Gut. Das ist in Ordnung. Ich glaube, so lange war das jetzt nicht, oder? Machen wir einfach die letzte Niederlage auch noch, dann haben wir es hinter uns. Komm. Wird das jetzt ein bisschen länger mal ausnahmsweise bei Hearthstone. Aber wir machen trotzdem am Ende noch die drei Packs auf. Wer sich das jetzt nicht reinziehen will, kann ja vorspulen. Wie auch immer. Aber wir machen jetzt einfach noch schnell die letzte Niederlage in der Arena hier. Dann können wir da noch absahnen. Für null Siege. Da gibt es bestimmt tolle Belohnungen. Ja, ich weiß nicht. So Ranglistenspiele kann ich ja ganz gut, aber Arena, da habe ich noch nie irgendwie groß was holen können. Ich glaube, das Beste, was ich mal hatte, war eine 7er Serie. Aber das war auch schon die große Ausnahme. Da hatte ich vielleicht mal 3 Siege, 4 Siege, sowas. Aber sonst, ja. Mögen die Spiele beginnen. Ja, alles scheiße, würde ich sagen. Und nicht viel besser, würde ich sagen. Ey, da sind noch so viele Karten irgendwie mit 3 und 4 Mana drin. Okay, 4 haben wir hier jetzt. 2 von. Aber 3. Das war's. Und anscheinend auch irgendwelche Geheimnisse. Von denen wir noch kein einziges gezogen haben bisher. Ich kenne da jemanden, der jetzt einen Diener mit Spott bekommt.
Hier oben steht auch nur euer Gegner. Der hat keinen Namen. Das ist nur unser Gegner. Oh, nice. Aber damit können wir jetzt noch nichts anfangen. Da wenigstens haben wir mal eins von den Geheimnissen gefunden. Oh ja. Echt, mein Freund. Oh, hör auf, Flammenkanone kommen. Soll er erstmal ein bisschen was anbieten hier. Sollen wir ihnen einen Strich durch die Rechnung machen? Ja, ist okay. Hatte ich jetzt nicht vor zu benutzen. Dann spielen wir jetzt mal den Schredder. Dann kann nämlich nächste Runde zur Not immer noch Mirror und die Kammerdiener hier. Der Kammerdiener. Ja, da ist ein Kerl mit dem Affen im Hintergrund. Den Kammerdiener spielen und dann vielleicht direkt was clearen hier. Na, sonst spielt er ein Minion, wenn ich das jetzt gespielt hätte, und dann ist das Geheimnis dann doch wieder weg. Ist eigentlich gar nicht so klug, dass ich das jetzt alles in einer Aufnahme mache. Was jetzt? Hätte ich eigentlich eine zweite Folge von machen sollen. Weil jede Folge ist momentan kostbar, weil ich mich darauf vorbereite, dass demnächst jetzt Mass Effect kommt. Und so machen wir das gerade mal. Und bis Mass Effect jetzt da ist, ab dem 16., wenn ich das dann noch direkt nachts raushauen will, muss ich auf jeden Fall gut was aufgenommen haben, damit ich da hauptsächlich Mass Effect machen kann. Ich muss ja aufnehmen, rendern, hochladen, alles direkt wie am Fließband. Und damit ich mich dann auch direkt da vollkommen drauf einlassen kann. Von daher heißt es aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Und Sith wollte ich bis dahin sogar fertig haben. Und die Aufnahmen dann halt Stück für Stück weiter raushauen. Ach, weißt du was? Schmutzige Tricks hat sie auf Lager. Und guten Freunden gibt man schon mal ein Stückchen. Das finde ich jedes Mal gut, glaube ich. Einfach von Ferrero Küsschen so geklaut. Aber es sieht tatsächlich gar nicht so beschissen aus, ausnahmsweise. Der Moorschleicher. Ja, den kriegen wir ja easy jetzt. Ja, der sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, schade. Die Menagerie ist nur für Gäste. Ich dachte, jetzt könnte ich das noch perfekt machen, hier die Niederlagenserie in der Arena. Aber leider Gottes gewinnen wir anscheinend. Gut gespielt. Auf Wiedersehen. Naja. Wenigstens hat es nicht zu lang gedauert. Dann ist es auch kein Problem, dass ich beides auf einmal gemacht habe. Toll, jetzt haben wir echt einen Sieg. Ich dachte, jetzt könnte ich das auch noch aufmachen. Verdammt. Naja. Ist ja auch nicht verkehrt, einen Sieg zu haben. Ne? So. Einmal. Zweimal. Und wegen dem Kartenchaos noch eine Classic-Packung. Muss ich wieder voll viel am Thumbnail rumfummeln. Und dann ist es wieder zu groß. Muss ich wieder tausendmal alles hin und her formatieren und machen und fummeln. Dabei ist nichts besonders Tolles dabei, ist gerade. Ja. Das ist so trügerisch, weil die neuen Packs schon immer so
orange sich öffnen wie bei einer Legendary. Oh, hier ist eine seltene. Nicht mal was Goldenes. Hat sich nicht gelohnt, sich das anzugucken, Leute, echt. Naja, das war zumindest jetzt ein kleines Special in der Arena für diese Woche, ersatzweise für das Kartenchaos. Vielleicht, nur vielleicht, wenn das klappt mit PayPal bis morgen, mache ich das trotzdem noch und hau das dann einfach hinterher noch raus. Und ansonsten bedanke ich mich immer fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.